Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Die deutsche Nationalmannschaft ist für den Sportler des Monats Januar nominiert. Urheberrecht Getty Image, 7. Februar 2019, 21.07 Uhr. Die Sporthilfe sucht den Sportler des Monats Januar. Nominiert ist das DHB-Team, die Rodler Eckert und Bünecken sowie die Para-Alpin-Fahrerin Schaffel Huber. Die Nominierten zur Wahl zum Sportler des Monats Januar der Deutschen Sporthilfe stehen fest. Nach dem Verpassen einer Medaille bei der Heim-WM kann die Handball-Nationalmannschaft sich Hoffnung auf einen anderen Preis machen. Ebenso nominiert sind die Rodler Toni Eckert und Sascha Bünecken sowie die zweifache Weltmeisterin im Paraski Alpin Anna Schaffelhuber. Die Nominierten im Überblick: Toni Eckert, Sascha Bünecken, Rodeln. Zweifache Weltmeister Toni Eckert und Sascha Bünecken haben bei der Rodel-WM sowohl im klassischen Rennen als auch im Sprint den Titel gewonnen und führen zudem den Gesamtweltcup an. Handball-Nationalmannschaft Herren, WM 4. Die Handball-Nationalmannschaft hat die Medaillenränge bei der WM zwar knapp verpasst, mit einer tollen Teamleistung aber für eine Welle der Begeisterung gesorgt. Anna Schaffelhuber, Paraski Alpin, zweifache Weltmeisterin. Anna Schaffelhuber hat bei der Alpin-WM der Paraskifahrer 5 Medaillen gewonnen, zweimal Gold und dreimal Silber. Damit untermauert sie einmal mehr ihre Ausnahmestellung im Monoski. Kooperation zwischen Sport 1 und der Deutschen Sporthilfe. Die Sport 1 GmbH ist Kooperation der Deutschen Sporthilfe bei der Wahl zum Sportler des Monats. Der Sportler des Monats wird per Umfrage unter den 3.800 Sporthilfe geförderten Athleten ermittelt. Vorschlagsberechtigt sind die Deutsche Sporthilfe, der Beirat der Aktiven im DOSB und Sport 1. Langfristig sollen auch die User des Online-Sportportals in den Wahlprozess eingebunden werden. Abstimmung: bereits seit 2003 deutsche Weltklasse-Athleten stehen mit ihren herausragenden Erfolgen im Fokus der Öffentlichkeit. Solche Spitzenleistungen werden auch durch die Förderung der Deutschen Sporthilfe möglich. Die Deutsche Sporthilfe führt die Wahl zum Sportler des Monats bereits seit 2003 zusammen mit dem Beirat der Aktiven im DOSB durch. Die Wahl zum Sportler des Monats ist in dieser Form einzigartig. Keiner kann die Leistungen der nominierten Sportler besser einschätzen als die Athleten selbst, die den täglichen Trainingsalltag aus eigener Erfahrung kennen und wissen, wie hart für diese sportlichen Erfolge gearbeitet werden muss, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe, Dr. Michael Ilgner. Die Besonderheit dieser Sporthilfewahl: